Ja, hallo, servus. Heute nur ein Quickie aus dem Keller, obwohl das klingt irgendwie komisch, oder? Ja, du hast es gesagt, ja. Ich hab's gesagt. Ja, ist ja wurscht. Also heute probieren wir mal nur einen Wein. Das meint der Mann mit dem Quickie, um das nochmal gleich richtig zu stellen, ja. Sonst kommen noch irgendwelche Leute auf dumme Gedanken. Wir sind heute im Kremstal. Das Stift Göttweig. Uralter Weinbaubetrieb. Mhm. Ja. Und habe ich jetzt vor kurzem probiert auf der Fallstaff-Verkostung. Und das Stift Göttweig hängt auch zusammen mit der Stadt Krems. Ja, also das wird anscheinend zusammen betrieben unter einer Regie. Wir haben heute einen Riesling. Was kann man nicht drüber meckern, oder? Riesling? Hört sich erstmal gut an, ja. Schauen wir mal, was da kommt. Schenk mal ein. Furter Ried. Silberbichel, Kremstal Reserve 2013, ist natürlich noch sehr jung. Schöne Farbe. Erstmal auf. Bitteschön. Dankeschön. Also wenn man, wie du schon gesagt hast, die Farbe eigentlich sehr schön. Oh. Mineralisch. Der ist mineralisch, ja. Hosiana. Hosiana passt auch. Die haben nämlich immer für ein Kloster sehr passend immer Engel auf den Etiketten. Oder Putten. Ja. Und auf jedem ein anderes. Ich muss mal eruieren, aus welchem Fresko die sind. Wahrscheinlich aus dem Stift, aber schauen wir mal. Mhm. Heute ist der Wein dran. Ja, ich habe schon einen Schluck getrunken. Passt, 100 Punkte. Ja, doch gar keine 100 Punkte. Ich weiß, das war erinnert mich immer an diese Kaffeewerbung mit dem Ich habe doch gar kein Auto. Nein, aber der hat eine sehr schöne Nase. Ne? Also er schmeckt auch gut. Mineralisch, aber es ist die Marille drin. Mm. Da kann man echt nicht meckern. Die Säure finde ich eigentlich auch schön ausbalanciert. Ich meine, ja, das ist ein 13er. Und Säure ist zwar da, aber die ist schön ausgeglichen. Mir schmeckt er einfach. Der Wein hat auch ziemlich Kraft, finde ich. Ja, also da ist ziemlich viel Substanz da. Aber er ist ausbalanciert. Also das merkt man. Ja. Was habe ich gelesen? Die machen seit dem 16. Jahrhundert Wein. Seit dem 11. hast du gesagt. Sicher? Ja, schauen wir mal nach. Die Ried Silberbichel, also die Lage. Wir warten. Erstmals 1562 genannt. Ja. Und seit dem 11. Jahrhundert machen die Wein. Der Kameramann passt auf. Meine Herren. Ja. Über Wohl und Weh der Stadt der Kameramann ein Auge hat. So ist es. Ja. Wir können ja keinen Schindluder zulassen. Haben wir schon genug in letzter Zeit. Ja, also klasse. Es sind so gelbe Früchte dabei, nicht nur Marille. Gelbe Früchte, du meinst Erdbeere. Was außer Marille? Alle warten und du lieferst keine Antworten. Es ist schon vorwiegend Marille, es ist ein bisschen Apfel, aber vorwiegend Marille. Ein bisschen so in Richtung Mirabelle oder sowas, würde ich ja sagen. Mhm. Aber vorwiegend Marille. Mhm. Für mich sehr schöner Wein. Preislich sind wir da bei um die 20. Ja, ist eine Reserve. Ich meine, da rutscht aber gleich runter von den Plätzen. Wie immer Treppe. Tak, 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 nicht 100, tak, tak. Nee. Beileibe nicht. Also da haben wir Besseres getrunken, was nicht so viel kostet. Oder gleich Gutes, sagen wir mal so. Und du musst jetzt sagen, was das war. Weil du bist die allwissende Muppets Müllhalde. Ich kann mir das ja nicht merken. Wie bitte? Du hast nie die Muppet-Show geschaut.
Ich habe letztens erst wieder gehört, dass ich ausschaue wie einer von den Alten da auf der Bank am Schluss. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ja, du nicht, aber andere. Musst du zu einer anderen Kassiererin gehen, wenn du Geld abhebst. Ah ja. Also auch wenn du mich erschlägst, für mich hat der 42. Wunderbar. Also wenn ich den Preis mit einrechne und so, ja. Mhm. Ich habe ja 42, wenn er, sagen wir mal, 5, 6 Euro günstiger wäre, wäre er wahrscheinlich bei 44 oder so. Aber jetzt in dem Zustand, für das, was man bekommt, 42 ist aber auch noch eine absolut super. Mhm. Persil, da weiß man, was man hat. Guten Abend, in dem Sinne. 42 Punkte? Ja. Haben wir noch Zeit, oder? Wir haben jede Menge Zeit. Na, dann probieren wir. Also was die Kamera angeht, darum geht's, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ja, probieren wir noch ein bisschen. Ja, du probierst noch ein bisschen, genau. Also. Also was mich ja immer wundert, dass diese Kremstal kennen ja die wenigsten Leute, ne? Mhm. Also egal, ob Kremstal, Kamptal. Das sind absolute Spitzenweingüter, ja. Und warum kennt ihr dann keiner? In Österreich glaube ich schon, ja. Aber in Deutschland ist es nicht so bekannt. Ich merke, da hat auch Fließgeschwindigkeit, oder? Ja, ich habe ja gesagt, gleich am Anfang, wenn du dich erinnern kannst, nein, ich muss es dir dann hinterher anschauen, er schmeckt. Und wenn ich sage, er schmeckt, dann kann man ihn gut trinken. Das ist... Ja, also... Ich finde, da kommen auch so ein bisschen exotische Noten langsam dazu. Aber du kannst ihn nicht mit dem deutschen Riesling verwechseln, gell? Wie ich finde, er schmeckt komplett anders als ein deutscher Riesling. Wieso? Nee, finde ich nicht. Wo machst du das fest? Diese stärkere Ausrichtung auf die gelben Früchte hin. Ja? Also bei uns hast du auch den Pfirsich drin und manchmal Aprikose oder so. Aber so diese anderen gelben Früchte hast du nicht so oft. Von der Mineralik her, ja, die ist vielleicht ähnlich. Obwohl, er hat schon Terroir, dieser Wein, finde ich. Also er ist schon recht typisch. Und er hat zwar Fließgeschwindigkeit, aber man hat ein ganzes Maul voll Wein, finde ich. Schön ausgedrückt. Ja, also das ist jetzt nicht kein leichter Weißwein. Sondern der hat Stoff dahinter. Ich meine, alkoholmäßig sind wir hier bei 13,0. Ja, es geht also noch. Aber man muss sich diese Reserveweine immer so vorstellen. Meiner Meinung nach sind sie etwas wuchtiger wie eine Spätlese in Deutschland. Und es ist also ein ganz eigener Stil. Der Wein hat bestimmt ein hohes Alterungspotenzial. Woran merkt man das? Naja, er hat die Säure, er hat einen sehr schönen Extrakt und er hat diese Mineralität. Und also haben alle anderen auch, oder? Nein. Nein. Sonst könnten ja alle Weine alt werden. Mhm. Jetzt ist es aber so, ein Großteil der Weine kannst 5 Jahre lang trinken, danach ist Schluss. Ja, und die Weine, die man wirklich lange lagern kann oder länger lagern kann, das ist ein kleiner Prozentsatz. Warum sollte man das auch tun? Weil sich Wein entwickelt. Ja. Und man muss einfach mal einen älteren Wein, speziell Riesling, Riesling bietet sich total an, einen älteren Riesling probieren. Da kommen diese Firnis, diese Altersfirnis dazu, es kommen ganz neue Geschmackskomponenten dazu. Es kann auch mal Leder dabei sein, ja. Ja, Leder. Ja, nicht jeder steht auf Leder. Ja, du anscheinend schon, das haben wir hier festgehalten, meine Damen und Herren. So, bleibst du bei deinen 42? 43 hat er. Ja, also macht Spaß.
Ich glaube, der Weinmacher ist derselbe wie bei der Stadt Krems. Ja, also. Du kennst dich aus. Ja, nein, ich habe beide auch beim selben probiert. Bei der Vollstaff-Verkostung. Das spricht dafür. Und von der, so von der ganzen Machart-Stilistik erinnert es auch ein bisschen an die Weine der Stadt Krems. Ja, aber schon mit einer eigenen Note. Also das Terroir ist etwas anders. Also für mich schon eine Empfehlung. Wunderbar. Ja, wenn einer 42 Punkte für diesen Wein. 43. 42 Punkte für diesen Wein. Ach, 43 hast du gesagt. 43 habe ich am Schluss gesagt. Ja. Wenn er erstmal ein Glas wirkt. Das ja, Glas das sagt, ist dann genau. Gib mir Punkte. Ja, genau, ja. Gib mir Punkte, genau. Ja, dann machen wir Schluss. Nicht, dass du noch hier zum Schluss noch 45 verteilst. Ja, bei 45 ist er noch nicht. Aber es kann ja noch werden. So alt war der Winzer ja noch nicht. Na, wunderbar. In okay. Diesem Sinne. In diesem Sinne, schöne Grüße aus dem Wiener Keller. Jawohl. Trinkt's mehr Riesling, auch mal ein Österreicher. Aus dem Kremstal. Ja. Bis zum nächsten Mal. Hört auf, Herrn Ingenieur Ralf.